Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 29, Mai 2023. Hochzeiten sind ja was sehr Schönes, meistens. Bei Lucia di Lammermoor geht es leider schief. Es geht heute um die große Wahnsinnsszene, exemplarisch darin um Ziffer 41. In dem Stück geht es ja um eine Hochzeit, unter anderem, die dann schief geht, zu der Lucia, die Hauptfigur, gezwungen oder, sagen wir mal, genötigt wurde. Eigentlich ist sie in Edgardo verliebt, der gehört aber zum verfeindeten Clan der Ravenswoods. Das Ganze spielt ja in Schottland. Und die Familie möchte aber, dass sie Arturo Bucklaw heiratet. Durch eine Intrige wird sie dann dazu genötigt, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen überlistet, in die Heirat einzuwilligen. Und in der Hochzeitsnacht im Brautgemach ersticht sie dann aber ihren Bräutigam, Arturo, und wird darüber wahnsinnig. Das ist da der Hintergrund für die berühmte Wahnsinnsszene, diese riesig große Bravour Bel Canto-Szene. Dort gibt es die Passage Spargi d'amore pianto. So fängt dieser Abschnitt an. Und was dort aber geschieht, ist, dass was dort geschieht in der Aufführungspraxis, in der Tradition, ist, dass diese Melodielinie von jeder Sängerin in gewisser Art auf ihre Art und Weise ausgeziert wird. Hochvirtuos. Und ich habe das mal ein bisschen zusammengeschnitten von einer ganzen Reihe großer Diven. Sie hören Joan Sutherland, Maria Callas, Montserrat Caballé, Diana Damrau, Editha Goborova, Preti Jende und Renata Scotto. Und nur in diesem kurzen Beispiel, das geht ja dann ganz, ganz lang weiter, merkt man, wie hier die Verzierungen, die hochvirtuos sind, in denen natürlich jede Sängerin auch zeigen kann, was sie kann, wo sie aber auch an die Grenzen des Singbaren teilweise geht. Also wenn zum Beispiel hier mit irgendwelchen Läufen, die ja ba 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 oder ja ba 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 bi ba bi bam oder so, wenn diese ganzen Ornamente halt die Melodie ausziehen, virtuos umspielen, dass jede Sängerin da zeigen kann, was sie kann. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Gehen an die Grenze dessen, was virtuos möglich ist. Und es ist etwas, jetzt musikologisch gesehen, in dem das Ornament, eigentlich das, was ja ein Beiwerk ist, nach und nach diese relativ simple Struktur, dieses Es-Dur, kleiner Vorhalt, dann hier As, Es, nach und nach insofern nicht nur überwuchert, sondern die Funktion eigentlich der musikalischen Substanz übernimmt. Und damit die eigentliche musikalische Substanz geradezu zum Verschwinden, um nicht zu sagen, zur Auflösung zu bringen. Und das ist halt interessant, weil es natürlich hier um eine Wahnsinnsszene geht, wo eben auch der Verstand der Protagonistin an einer Grenze gerät, wo ihre Persönlichkeit sich eben auch aufzulösen droht oder eigentlich das gerade schon geschehen ist. Und das ist natürlich interessant, wie hier Virtuosität eingesetzt wird, um Wahnsinn zu zeigen und wie sich das auch an so ganz kleinen Stellen durch die Verzierung dann zeigen lässt. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, Dr. Dietmar Takt, Sie erreichen mich unter takt@deutscheoper.berlin, wobei im Mai bin ich dann auch mal kurz weg.